Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Rengum. Ja. Und blöd. So. Wir wollen Clan warm machen. Die sind irgendwo. Ah, ich bin ja nicht mehr in der Party. Party, please. So. Ja. Mit dem Baba geht's weit voran. Ich habe jetzt ungefähr 10 Level gemacht mit der Eis zusammen, die hat mich gelevelt und ja, geht gut. Hier waren vorher die ganze Zeit Icken, ich musste mich immer irgendwie wieder entfernen vom Schlachtfeld, also abhauen. Und ja, ich finde solche Leute, die einfach mal das Spiel verderben müssen, extrem arm, hässlich und dumm. Dass man einem Reich nicht mal die Chance gibt, rauszugehen, zum Bind zu gehen oder irgendwas. Und wieso machen ungefähr 200 Leute waren heute online, also beim Bind. 200 Leute, das leckt extrem dort schon. Und alle machten nichts. Ich schimpfte im Chat alles mögliche herum, niemand machte etwas. Und die Gilde war irgendwo im Sammer vor, glaube ich, oder so. Konnte also mir auch nicht helfen, musste ich einfach warten. Musste ich 2 Stunden warten, bis ich endlich aufnehmen konnte. Und ja, so etwas kackt mich auch. Also so, solche Spielverderber, das kackt mich an. Die wollen die ganze Zeit nur Clan-War-Punkte holen. Und machen dann so einen Scheiß, so einen unfairen Mist. So kommt jetzt. Hallo. Pepe. Ich weiß nicht, ob die das auch hier kennen am Diablo 3 oder Diablo, nein, Diablo 2 war es. Bei Diablo 3 gibt es keine Partys. Dort. Diablo 2 sagt man Pepe Party Play. Ja, ich weiß nicht, was los ist. Die wollen irgendwie nicht. Wo sind sie denn eigentlich? Ich weiß es nicht. Man sieht es nicht, wo sie sind. Es ist keiner von uns hier. Die sind irgendwo im Krieg. Scheinbar. Oder im Dragon. Am Drachen bekämpfen. Das ist blöd, wenn ich nicht aufnehmen kann jetzt. Ich will aber aufnehmen. Ich will aber aufnehmen. Ein bisschen nerven. So. Und hier auch ein bisschen wecken. So. Okay, dann gehen wir halt zum Barbaren und werden halt beim Barbaren-Ding. Ich find's komisch, die Gilde macht immer in also komischen Zeiten solche Angriffe auf die Force, weil ich nicht Zeit habe. Und ja, da level ich lieber den Barbaren, damit ich auch mal mitmachen kann und nicht nur immer heilen muss. Dann gehen wir weiter. Okay. Okay, hier ist eine. Aber die macht wahrscheinlich jetzt nicht mit. Summer Eis. Kann es sein, dass Summer Probleme mit dem Alkohol hat? Oh, Doppelschwanz. Was sieht denn aus? Alle haben Probleme mit Mike. Und Eis hat ein Problem mit dem Rauchen. Ich sagte immer, ja, warte jetzt kurz, ich muss einen rauchen. Ich muss doch einen rauchen. Geht doch gar nicht sonst. Okay. Laden. Sudele. Was haben wir zu machen? Wir haben... Wo bin ich? Ah, Reihe. Tanks. Ah! Ich hasse den General Chat. So. Sudele. Was wollen wir machen? Wilder Bär töten, wilder Wolf. Aquantis 3 zack.
Dann gehen wir am besten nach Korsum, da gibt es am meisten Würfchen. Und Bärchen. Und Aquantis gibt es auch irgendwo, wahrscheinlich im Südstrand. Ah ja, stimmt. Ich muss kurz reparieren. Ein bisschen reparieren. So, oder? Was ich noch scheiße finde, dass manche YouTuber meinen, sie könnten die Stimme extrem senken. Also, zum Beispiel sagen jetzt Let's Play und so, ja, ich habe irgendwie keinen Bock mehr zum Let's Plays machen. Viele Leute finden es langweilig, schauen ja sowieso nicht zu und so Sachen. Also ich kann das nicht bestätigen, bei mir schaut eigentlich jeder Stammkunde relativ gut zu. Dafür danke ich euch allen. Aber eben, ein Let's Play muss nicht langweilig sein. Das Problem ist einfach, die Leute sind viel zu viel verwöhnt. Oder? Die wollen auch mal irgendwas Neues haben. Und ich kann es natürlich sehr verstehen, aber es ist ja auch ein bisschen langweilig, wenn man 1000 Folgen Minecraft macht. Alle wollen 1000 Folgen und machen so viele Parts, die niemand schaut. Also, wenn ich jetzt so sehe, wenn zum Beispiel ein YouTuber, ich sage jetzt nicht welchen YouTuber, aber Gronkh ist es natürlich nicht, mit einem 1000 Part, aber ein anderer, der 1000 Parts macht, bei Part 1200, da schauen ungefähr nur noch 10% von denen, die in den ersten 100 Parts schauten. Das ist ganz klar. Aber eben, es ist halt nun mal so, dass es mit 1100 Parts langweiliger wird, als mit 100 Parts. Das ist ganz, ganz klar. Und das, dann sollte man auch mal etwas Neues machen oder auch mal neu anfangen. Wenn man mit Diamantrüstungen und Schwertern und Schaufeln und Spitzhacken herumläuft, dann ist klar, dass man keine Herausforderung mehr hat und alles mögliche. Das ist im Action-Rollenspiel auch so. Dann werde ich auch immer wieder neue Items anziehen, die nicht so gut sind, und dann neue sammeln, die besser sind und so weiter. Man muss sich halt der Spaß auch selber irgendwie holen, und dann tue ich auch sehr viel für die Community, dass die auch wählen kann. Also wenn es euch langweilig ist, wenn ihr mich, also wenn ihr die Parts momentan nicht so gut gefallen, wenn sie langweilig sind, dann sagt mir bitte Verbesserungswünsche, oder? So kann ich euch helfen und so helft ihr mir. Und ja, so wird es auch nicht so schnell langweilig, wenn man 1000 Parts Rechnung machen. Also ich bin jetzt erst bei Part 170, aber trotzdem wird es vielleicht für die einen oder anderen schon ein bisschen langweilig. Südkreuz. Wow, bist du schwach. Irgendwie sind alle Attacken irgendwie schwach, nur die Buffs sind eigentlich gut. Ist ein bisschen komisch, alles so ein bisschen im Balance. So, jetzt sind noch mehr Wölfchen. Ich brauche ein paar Wölfchen. Also, ja, die Community kann sehr viel den Let's Playern auch helfen. Und nicht nur so dumm kindeln und so. Ich sehe es immer wieder bei den anderen Let's Playern so, es wird extrem einfach nur noch genervt und blödsinnige Fragen gestellt oder sowas. Das ist nicht die Aufgabe eines Let's Players, die ganze Zeit solche Fragen zu beantworten. Ich mache es noch. Ich beantworte alle Fragen, aber irgendwann werde ich auch ich nicht mehr Fragen als antworten können. Und ja, wie gesagt, es ist halt schwierig für einen YouTuber berühmt zu sein, wenn man dann noch auf die Antworten, Fragen angeht, also ja, drauf eingeht und so. Ich würde ja gar echt gerne die ganze Zeit chillen, aber ich möchte nicht, eigentlich nicht so chillen. Chillen kann ich auch im Bett, wenn ich schlafe. Und dann werde ich für euch noch so viele wie möglich beantworten. Und natürlich werden dann, wenn zu viele Fragen gefragt werden, auch die herausgesucht, die am interessantesten für mich sind. Dann kann ich so, was hast du heute gegessen oder so, kann ich einfach nicht mehr beantworten. Und das ist auch normal so. Aber wenn ich Fragen sehe, wie zum Beispiel, machst du
jetzt noch fortschlachten oder möchtest du noch mal einen neuen Charakter machen oder so? Solche Fragen natürlich, die sind interessant für mich auch. Die werde ich beantworten und immer beantworten. Also ich übersehe sie, weil YouTube nicht gerade gut im aussagekräftigen Feedback ist, wenn mal so eine Frage kommt. Und vor allem ist auch alles, also der Chat ist völlig unübersichtlich, wenn ich durch paar Seiten schaue, zum Beispiel bei GOTY255, den schaue ich immer sehr gerne. Wenn ich dort sehe, also die Kommentator alle mal anschaue und auch ein paar beantworte, dann sehe ich immer wieder Sachen, die entweder vor 2 Minuten waren oder vor 2 Stunden und nicht in einer Liste. Man kann zwar umstellen auf beste Kommentare, aber man kann nicht auf neueste Kommentare so umstellen, weil das ist schon Grundeinstellung, oder? Darum finde ich es auch wissen. Also YouTube macht den Let's Player nicht gerade sehr viel Freude, auch den anderen Videomacher wahrscheinlich. Das geht so gut mit dem Leveln hier, mit dem Barbaren. Das macht richtig Spaß. Dann will ich auch häufiger jetzt Barbaren spielen und nicht mehr so die Heilerin. Ist nicht so mein Geschmack. Ich habe es ja vor allem gemacht, damit ja, damit ihr ein bisschen angelockt werden, auch ein bisschen mitspielen wollt. Aber leider ist das momentan noch nicht so. Es wollen zwar mehrere immer wieder mit mir dabei sein, aber sie erscheinen nie um 8 Uhr. Ich nehme eigentlich immer um 8 Uhr am Abend auf. Jetzt ist momentan ist auch bald 8 Uhr, also ein bisschen früher habe ich jetzt schon aufgenommen. Und ja, weil ich eben dachte, Clan war ist momentan, aber nein. Momentan ist kein RVR scheinbar. Sind eher am Chatten. Ja. Also eben, ihr dürft mitmachen, ich kann euch auch unterstützen, kein Problem. Aber es muss halt von euch herkommen, ich kann euch nicht zwingen mitzumachen. Und ja. Es ist ein Multiplayer-Projekt, also ich hätte gerne ein bisschen Leute zusammen. Ihr dürft danach mitreden, kein Problem. Aber eben, es muss zuerst mal einer kommen und dann können wir weitersehen. Beim Minecraft-Projekt ist es ja auch Dragos-Projekt oder Drake-Projekt, das ist dort das gleiche. Ich mache eigentlich momentan nur Multiplayer-Projekte und ja, da braucht es zuerst mal eine schöne Community. Das möchte ich auch damit erreichen. Auch wenn ich momentan sehr wenig Zeit habe, weil ich so viel draußen trainiere oder so. Es geht schon noch. Ich muss sehr wenig schlafen und ja, bin auch nicht so viel mit Kollegen unterwegs. Meine Kollegen sind hier im Internet und das reicht mir momentan. Irgendwie bringt dieses Siegkreuz nicht. Früher war das mega gut, aber momentan bringt es das irgendwie nicht mehr so. Irgendwo wurde alles genervt, aber richtig genervt. Nein, ah, es nervt. Aber wieso seid ihr eben zusammen? Hallo, ich bin ein Barbar. Ich bin kein Magier mit AOE-Skills. Alle nach den anderen. Schön der Reihe nach. So. Das ist der Anführer, das sieht man. Wo gibt's noch Wölfchen? Ich brauche noch mehr Wölfchen. Mal ein bisschen Werwölfchen töten. So. Oh Gott. Musst du jetzt noch kommen? Ich hab dich doch nur ein bisschen genährt. Das musst du doch nicht kommen. Tschüss, Bello. Na, okay, einen schaffen wir noch mit diesem Leben. Ja, mir geht es momentan sehr gut, also ich, obwohl ich sehr viel trainiere und so sehr müde bin manchmal, geht es mir trotzdem gut. Man spürt einfach die bessere Erholung.
Und ja, jetzt bin ich vor einer halben Stunde noch draußen gewesen, habe mich ausgepowert, alles gegeben. Jetzt bin ich reingekommen, habe eine Pizza gegessen und jetzt geht's mir schon wieder besser. Also eigentlich schon wieder sehr gut. Und früher war das eigentlich nie so, als ich nicht keinen Sport gemacht habe im Winter zum Beispiel. Und jetzt geht es mir wieder viel besser. Also so als Ausgleich ist Sport einfach Ding für jeden Gamer. Sollte ein bisschen Sport dabei sein. So, wir haben 12. Ah, wir brauchen noch Wilder Bär. Können wir gleich noch holen. Da ist ein Anführer, den nehmen wir nicht. Überall Anführer. Komm, heilen. Nur ein bisschen, komm. Mal tot. Ah, einmal tot. Haben wir irgendwas bekommen? Ah, ein Kampfzauberstab. Wow. Mal zeigen. So. Jo. So, machen wir weiter. Ah, das ist der Anführer, das ist der normale. Der Anführer ist einfach mal doppelt so groß. So, haben wir alle? Gut. Also der Barbar ist schon eigentlich die beste Klasse, also für mich. Natürlich ist der ein bisschen OP, aber wenn ihr bedenkt, wie viel Stunts es gibt und so, also leicht ist es mit dem Barbar nicht. Also da muss man wirklich die Schnelligkeitskiste, gute Schnelligkeit, Stiefel haben und also Bewegungsgeschwindigkeit und Attack Speed bräuchte man auch. Da hat mir einer mal gesagt, also ich glaube, also heute Abend hat einer gesagt, es wäre besser, wenn ich Speer nehme. Aber Speer ist so extrem langsam. Bis ich einmal angegriffen habe, haben die Gegner mich schon lange getötet. Also bitte. Da oben. Bosigen haben meinen Ork tot gemacht. Bosigen. R.I.P. Orki. Oh, jetzt habe ich einen Doppelpunkt. So. So, müssen hier hoch. Wahrscheinlich wieder die Kisten durchsuchen. Ist Gregory noch an? Ist der Gregory an? Hä? Ach komm schon. Vielleicht der Treppen. Wahrscheinlich schon, ja. Naja. Kisten öffnen mit Mehl. Ich weiß alles noch auswendig. Vom Barbaren, den ich da vor einem Jahr gemacht habe. Beim Déjà-vu-Clan. Und jetzt wiederholt sich alles schön. So, jetzt müssen wir hier noch hin. Hier rein, ja. Gut, also, ja, mir ist aufgefallen, dass viel mehr Leute wieder schauen. Die Aufrufezahlen gehen hoch. Dankeschön dafür. Ich finde es richtig toll, dass ihr Regnum so mögt. Und ich bemühe mich auch, dass es noch besser wird. Und eben mit der Community, mit ein paar mehr Leuten, wird es auch viel cooler werden und so. Also könnt ihr wirklich, wenn ihr langsam Fans werdet, mit mir zusammen irgendwo Clanschlachten machen oder sonst irgendwas. Kein Problem. Einfach anschreiben und fertig. Ich mache mit jedem, auch wenn er das größte Arschloch ist, mache ich ja das zusammen, wenn er halt mit mir zusammen will sein. Oder wenn er halt irgendwo in einem anderen Reich sein will und
mich totschlachten will, das kann er machen. Aber bitte dann nicht in den Aufnahmen, sonst muss ich dann immer wieder hinreiten und hinreiten und hinreiten. Das ist dann ein bisschen weniger gut. Aber das wäre so geil, wenn Regnum wirklich wieder richtige Schlachten hätte. Also, dass wirklich ein Drittel meiner Abonnenten, also zwei Drittel in den anderen Reichen wären und wir dann richtig schön PvP machen könnten, die auch ein bisschen Herausforderung bieten. Das wäre so geil. Also, wenn ihr Lust habt, zeigt euch. Was müssen wir noch töten? Wieder wilder Bär. Oh Gott. Zähne. Beat Masterpfeil. Was ist denn das? So, hier können wir schön kloppen, Bärchen kloppen. Teddybären vernichten. Und bup, 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 bup. Teddybärchen kloppen. Es gab so ein MMORPG, wo es richtige Teddybären gab, wo man verkloppen konnte. Da fühlt man sich schon ein bisschen wie ein böser, böser Kinderschänder. Tötet einfach alle Teddybärchen. Aber das ist natürlich wieder japanischer Humor. Oder chinesischer oder südkoreanischer. Also, ja. Aber hier sind keine Bärchen. Wir müssen umkehren. Wenn man so Teddybären verkloppt. Also, da nehmen sich die Entwickler aber auch nicht ernst. Also, pff. Oder bei Flüff musste man manchmal so richtige kleine Käferchen töten. Da fühlt man sich wie ein Held, also so. Oder so, Mushrooms. Da fühlt man sich unter Drogen. Also, da fühlt man sich unter Drogen. Wie im Schlaraffenland. Im Wiedland. Im Wiedland. Ja, im Wiedland. Im Wiedland, im Wiedland. Da fühlt man sich im Wiedland. Wie im Wiedland. Die Bären kloppen. Trollalala. Bisschen Teddybären kloppen. Macht jeden froh, sogar die Depressiven. So. Ui. Hey, steck den Kopf nicht in meinen Kopf. Analsex. Oder wie sagt man dem? Geh weg. Du greifst ihn nicht. Ah ja, jetzt greift er doch auch an. Dieser Schlingel. Ich wollte zuerst den Goblin töten. Alle wollen mich herausfordern. Ist doch viel zu leicht. Ah, da vorne. Jetzt gibt's wieder das Betreten und Verlassen Zeugs, wie immer. Beste Anführerhose. Hui. Oh, Angriffsgeschwindigkeit plus 5. Nice. Nee, komm back. So, haben wir auch das geschafft. So, den Rest nehme ich morgen am Morgen auf. Ich bin jetzt doch ein bisschen zu müde, ein bisschen zu unkonzentriert. Habe allen Gehirnschmalz für den Fußball gebracht. Also, nicht denken. ja, nein, einfach sportlich. Also das brachte auch Hirnschmalz, also bitte. Das heißt nicht, ich habe schlechten Hirnschmalz. Nein. Einfach, ich nehme dann am Morgen auf, wenn ich nur hier levele. Und natürlich danach am Abend manchmal, wenn endlich mal was los ist. Es bringt nichts am Abend zu leveln irgendwie.
Dann nehme ich am Morgen nochmal ein bisschen Regnung auf und ja, beende nun diese Aufnahmesession. Bis zum nächsten Part. Tschüss.